Wiederaufforstung lässt eine Schneise frei, um weiterhin schön abfahren zu können. Ein weiterer kleiner abgesteckter Bereich soll verhindern und wird verhindern, dass die Skitourengeher wieder in die Neuanforstung fahren. Da steht es dann nochmal deutlicher drauf. Der weitere Aufstieg durch die Schneise nach oben und dann am Grat entlang. Hier ist schön der noch etwas ältere Lawinenanriss zu sehen. Oben legen wir die Spur dann etwas schmäler an, sodass wir immer schön auf dem Grat bleiben können. Am oberen Hang ist da nochmal ein Anriss von einem Fischmaul. Vom Gipfel hat man eine hervorragende Rundumsicht.